Na, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Besser gesagt, eine für mich. Wir standen ja heute Nacht hier auf dem Parkplatz beim Realkauf. Naja, irgendwann musste das ja mal kommen. Also, es war ein junger Mann da bei mir, hat geklopft. Ich war ja noch wach, also ich hatte auch noch nicht die Gardine ganz zu. Hat er geklopft. Stand da mit einem Auto von einem Sicherheitsdienst. Ich konnte nicht so richtig erkennen, was. Ich habe bloß das Logo von dem Sicherheitsdienst gesehen und Security stand drauf. Und jedenfalls hat er geklopft. Ich habe die Scheibe runtergelassen. Und er hat zu mir gesagt, also ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass in Zukunft das Parken über Nacht für LKWs auf diesem Platz untersagt ist. Ich schreibe jetzt Ihre Nummer auf, dass wir wissen, dass Sie darauf aufmerksam gemacht wurden. Irgendwann in nächster Zeit kommt dann sowieso hier eine Schranke her, die dann ab 21 Uhr geschlossen ist. Und es wird regelmäßig ein Wachschutz dort patrouillieren und alle aufschreiben, die dort parken, widerrechtlich. Hier kommen künftig Ampeln her. Schau an. Nee, er hat gesagt, die werden dann einen Mahnbescheid verschicken. Und das wird künftig finanziell geahndet. Er unternimmt jetzt noch nichts gegen mich, aber er hat mich registriert, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass wir dort nicht mehr parken dürfen künftig. Und ab 1.8. werden dann wohl dort die Mahnbescheide verteilt, wenn dort noch welche stehen. Dann habe ich gefragt, und was wird das wohl kosten? Und da hat er gesagt, ja, wahrscheinlich so zwischen 150 und 200 Euro. Er weiß das selber auch nicht genau. So, also hat sich das mit dem Realkaufparken dort jetzt auch erledigt erst einmal. Naja, das ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja unseren Platz hinten. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt zwingend dort auf dem Realkauf stehen müssen. Wir können ja in der Hafenstraße stehen. Das ist ja kein Thema. Ist ja nicht so, dass wir jetzt uns zwingend dorthin stellen müssen. Tagsüber, um einen Würstel zu kaufen, kann man ja noch hinfahren. Und abends, wenn wir doch mal in Bamberg stehen, wird halt dort nicht mehr übernachtet. Punkt. Ja, es war irgendwann mal vorauszusehen, weil es ist ja immer mehr geworden. Und das Problem ist eigentlich nicht, dass es immer mehr geworden sind, sondern das Problem ist wahrscheinlich eigentlich dieses, dass dort dann wieder alle möglichen Hinterlassenschaften rumlagen und dass die ganzen Bordsteine und die Rabatten zerfahren worden sind, weil sie ja dann, um zu wenden, über die Rabatten gefahren sind und da haben sie die Randsteine alle schief gefahren und die Schilder haben sie umgefahren, das habe ich euch ja auch schon mal alles gezeigt. Ja, und wenn sowas natürlich ist, dann ist ja klar, dass sich der Eigentümer dann irgendwann mal dagegen wehrt, ne? Ist ja logisch. War ja eigentlich nicht anders zu erwarten. Ich sage immer wieder, die versauen sich das alles immer selber. Gewerbegebiete, solche Sachen, versauen sie sich alles selber, wenn sie immer überall hinkacken und alles kaputt machen und alles demolieren und nicht ein bisschen sich vorsehen und Rücksicht nehmen. Ja. Ist doch klar, dass die Leute dann irgendwann sagen, jetzt ist Schluss hier. Jetzt musste ich ja schon mal ein bisschen feixen für mich so in mich rein. Kam der Zoll an mir vorbeigebrettert, wie die Wilden. Zwei Autos vor mir, rechts rüber, Lichtel angemacht, bitte folgen. Also den zwei Autos vor mir, ne?
Und dann war so in 500 Metern ungefähr der Parkplatz. Und da fahren sie mit ihm raus und das war aber bloß so ein Parkstreifen, also kein richtiger großer Parkplatz, sondern bloß so ein Parkstreifen. Also so eine Einfahrt, wo dann rechts so ein Streifen ist, wo man sich hinstellen kann und dann geht es vorne wieder raus. Da wollten sie den wahrscheinlich kontrollieren. War alles voll, konnten sie nicht. Konnten sie sich ja nicht mitten hinstellen und die ganze Durchfahrt blockieren. Ne? Mussten sie ihr Lichtel wieder ausmachen und unverrichteter Dinge wieder abziehen. Und der ist weitergefahren. Hat aber noch einmal richtig Schwein gehabt. Musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ne? Hat der Zölder wegen auch mal Pech. Werden sie sich gesagt haben, scheiß drauf, Licht aus, weiter. Und dann sind sie, die nächste Abfahrt sind sie dann runter und sind dann wahrscheinlich, haben dann wahrscheinlich getreten, sind wir zurückgefahren. Die pendeln ja dann immer so in bestimmten, auf bestimmten Abschnitten, wo so Parkplätze sind. Und ziehen sich dann immer mal welche raus. Aber das war wohl ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ja, da haben sie mal richtig Pech gehabt, die Jungs. Und ich habe ein bisschen geschmunzelt, ne? Lauser und Hinker. Der Lauser hinkt. Na, was sagt ihr zu dem Bombenwetter? 20 Grad. Es wird warm und wärmer. Ja, ja. Es zuckelt und zuckelt und ruckelt und ruckelt. Ach, ich wollte schon immer mal in Zeitlupe über die Donau fahren. Heute gelingt es mir mal. Naja, ich stehe jetzt hier schon eine Viertelstunde im Stau. Mindestens eine Viertelstunde. Aber es ist nicht zu ändern. Ist halt so. Kann man nicht ändern. Davon ist eine Baustelle. Wird jedenfalls angekündigt. Aber wir müssten es bald überstanden haben. Da drüben auf der anderen Seite steht die Brückenkontrolle. Das sind die wahrscheinlich die mit dem Ding immer so unten drunter fahren. Unter der Brücke. Under the bridge. So, Freunde. Das Schlimmste haben wir erstmal überstanden. Wir nähern uns dem Ziel. Ich denke, wir werden dann gleich, wenn wir hochzufahren, die 92 vorfahren bis zur B15N, die B15N hoch, die 93 hoch und dann auf die 3, weil hier auf der 3 vorm Kreuz Regensburg unendlich viel Stau war wegen der Baustelle. Ich glaube nicht, dass sich das im Moment ein bisschen beruhigt. Deswegen beabsichtige ich, dann gleich hier vorzufahren, Richtung München. Und dann so, wie wenn wir von Dingolfing immer hochgefahren sind, und dann am Kreuz Regensburg auf der 3. Das wird wahrscheinlich die bessere Entscheidung sein.
wenn es denn so bleibt, dass wir nach Bad Rodach fahren. Das ist aber auch noch nicht entschieden, es kann sich alles noch ändern. Ich werde dann erst einmal, wenn ich dort in der Entladung stehe, meiner Disponentin Bescheid geben, dass ich in der Entladung stehe und anfragen, wie es aussieht. So, Freunde. Jetzt geht's gleich runter von der Autobahn. Das Ziel ist nicht mehr weit. 6 Minuten noch, laut Navi. Die nächste Ausfahrt ist unsere. Der Punkofen und der Mankofen. Mankofen heißt das, nicht Mankofen. Der Punkofen. Ja. Was ist denn hier los? Was habt ihr für ein Problem? Oh nee, ne? Mehr arbeiten. Heute bleibt uns aber auch gar nichts erspart. Übrigens, ich glaube, das sind die Holzlaster, die mich im Stau überholt haben. Wenn sie es sind, haben sie es ja sehr weit geschafft. Ja, geht es da vorne auch zu Strich. Aber ich glaube nicht, dass die es auf die Holzlaster abgesehen haben. Dann wären sie nämlich davor. Die schleichen aber auch mit ihren Mähern da. Ich sehe sie nämlich hier durchs Gebüsch. Durchs Kombüsch. Ach nee, durchs Gehbüsch. Nur Scheiße im Nischel, der Kerl. Naja, irgendwann müssen sie es ja mal machen. Wenn sie es nicht machen, meckern wir ja auch. Und dass es genau mich jetzt erwischt, habe ich halt Pech. Ging ja dann ganz zügig. Die haben dann gewartet, bis wir alle vorbei waren. Da stand einer am Rand und hat alle vorbeigewunken und die im Gegenverkehr angehalten. Also die denken schon ein bisschen mit, die Jungs. Ja? Wenn wir bis hierher gekommen wären gestern, hätten wir hier übernachten können. Aber wir sind ja nicht bis hierher gekommen. Pech für die Kuh, Elsa. Finde ich aber in Ordnung, dass sie hier im Gewerbegebiet solche Parkstreifen hermachen, ne? Das finde ich voll in Ordnung.
müssen die Fahrer halt das bloß ein bisschen sauber halten, ne? Um es mal ganz deutlich zu sagen. So, da vorne müssen wir links irgendwo. Da, wo der rauskommt wahrscheinlich, denke ich mal. Ich vermute mal da, wo der LKW herkommt. Da steht's doch dran, IAC. Da unten. International Automotive irgendwas. So, müssen wir mal gucken, wo das jetzt ist. Ja. Hier ist es. Verwaltung Warenannahme. Also hier rein. Hier rein. So Leute. Dann bis später. So meine Guten. Hier vor soll ich fahren oder dann fahre ich hier vor. Wenn das Navi das so will, dann mache ich das so. Puh, lang genug hat es gedauert. 2,5 Stunden haben wir hier fast gestanden, ne? So, jetzt geht's nach Bad Rodach. Hab nochmal mit der Dispo geschrieben. Es bleibt dabei. Also auf nach Bad Rodach. Na dann, schauen wir mal, was es auf der 3 gibt. Also laut meiner Dame hier ist alles frei. Eine Minute irgendwo, aber eine Minute können wir wegstecken. Eine Minute verkraften wir. Hier sind wir mal auf der Autobahn gefahren, wenn wir von Dingolfing mit dem Lang-LKW kamen. Da mussten wir auch hier die B20 hoch und dann hier auf der A3. Weil mit dem Lang-LKW durften wir ja nicht über die B15N fahren. Die ist ja nicht freigegeben für Lang-LKW. Also für die ganz langen. Ne? Für Euro-Trailer ja, aber und die ganz langen ist er nicht freigegeben. Jetzt kommt hier der Schlenkrich. Der Schlenkrich, wer den Schlenkrich hier eingebaut hat. Warum sie den hier eingebaut haben, ist unklar. Hätten sie einfach geradeaus weitermachen können. Ne? Aber naja, was soll's. Der macht's Kraut nicht fett, der Schlenkrich.
So, dann wollen wir mal jetzt ein bisschen Gas geben hier. Wenn alles gut läuft, sind wir 5:30 oben. Naja, ist nicht zu ändern. Sieht ja ganz gut aus. Mal gucken, wie es vorne Regensburg aussieht. Scheint aber nicht viel los zu sein. Lassen wir uns überraschen. Ein Wetterchen, ne? 25 Grad. Morgen soll Sahara-Wetter werden, haben sie gesagt. Warm und trocken. Ja, werden wir sehen. Ich denke mal, ja. Alles weiße Wolken, die sind keine Gefahr. Wir haben es nicht mehr weit. Noch 39 Kilometer. Also mein Entschluss steht fest. Wir laden jetzt noch und dann ist Feierabend. Dann suchen wir uns dort ein schönes Plätzchen. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Mal schauen, wie lange das Laden dauert. Wenn es genauso schnell geht wie gestern, dann müssten wir in 20 Minuten fertig sein. Gestern haben wir ja mit Abladen und Laden gerade mal 45 Minuten gebraucht. Nicht einmal ganz. Und heute laden wir ja nichts ab. Heute haben wir ja leer. Heute laden wir ja bloß. Also müsste es ja dann theoretisch schneller gehen. Ja gut, es kommt drauf an, wie viel wir haben. Gestern hatten wir ja bloß 40 Paletten. Ja, selbst wenn wir heute voll haben, 78 Paletten, dann schaffen wir das trotzdem. Gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So, wir sind nämlich jetzt hier gleich unter Simau runtergefahren. Habe ich nämlich das Gefühl, das ist kürzer. Das ist auch kürzer. Da hat mich nämlich das letzte Mal der Kollege überholt. Also das letzte Mal, das vorvorletzte Mal. Der war hinter mir, ist hier runtergefahren und war dann im Werk direkt vor mir. Also gehe ich mal davon aus, dass man hier schon ein bisschen Zeit einspart.
komisches Ding, was die da hinbauen, das Runde. Da rechts. Das gehört bestimmt zurück. Kann ich mir gut vorstellen. Neues Verwaltungsgebäude von der Hook. Irgendwo muss ja unser Geld untergebracht werden, was sie an uns verdienen. Verkehr hier, ne? Ich hätte jetzt eigentlich um die Zeit mehr Verkehr erwartet. Ja gut, es ist 5 Uhr durch, es ist gleich 5:30. Da hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt alles. Da hat sich der Verkehr schon wieder ein bisschen gelegt. Die Innenhöfe hier finde ich cool, mit den Bäumen drinnen. Und alles schön gemacht. Schön Bänke, schön hergerichtet. Da haben sich mal richtig Mühe gegeben, hier drüben in den Häusern. Verglaste Innenhöfe mit Bäumen und Grün und Bänke. Springbrunnen hätte noch gefehlt, schöner. Ein Sprinkelbrunnen. Sprinklerbrunnen. Nächste müssen wir doch schon runter, ne? Oder? Ja. Ja, der nächste müssen wir doch schon runter. Wir fahren frisch und munter hier die Auffahrt runter. Seht das. Haben wir es doch nicht mehr weit. 15 Kilometer. Sind die Tore schon alle zu?
Bei Kapp und Nils herrscht Ruhe, die Tore sind alle zu. So, meine Guten, lasst uns zur Tat schreiten. Ach. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir einen schönen Platz noch kriegen. Oder einen unschönen. Ach, irgendeinen Plätzl werden wir schon noch finden. Naja, so viel ist es doch aber gar nicht. Das sind doch bloß knapp 9 Tonnen. Hab dich mal nicht so, Dicker. Ach, du bist ja gar nicht der Dicke, du bist ja der Schlanke. Hab dich mal trotzdem nicht so, ne? Also der Platz ist besetzt, wo ich normalerweise stehe. Und da unten, ach scheiße, da steht doch auch schon einer. Sag mal, hier ist ja was los. Ich mich einfach hier dazwischen. Da unten auf dem Ding steht nämlich auch schon einer. So. Oder ich stelle mich hier drauf. Wie sieht's denn da aus? Nee, da komme ich nicht raus. Stelle ich mich hier daneben. So, meine Guten, haben wir doch noch ein gutes Plätzchen ergattert hier. Da machen wir jetzt Feierabend, essen ein bisschen was. Morgen früh um 5 geht's wieder los. Da sind wir um 9 Uhr unten. Ist zwar zu spät, aber nicht zu ändern. Ich stand ja jetzt hier über 2 Stunden, ne? Das ist ja auch nicht normal. Aber naja, ist nicht zu ändern. Also meine Lieben, dann genießt den Abend. Das habe ich noch nie zu euch gesagt, ne? Erholt euch von der Wärme. Ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönen Abend, gutes Nächtle. Und bis morgen früh um 5. Tschüss.